Ihr wisst ja, vor jeder Sendung gibt es immer eine kleine Erinnerung daran, dass wir eure Unterstützung brauchen. Übrigens, eure Unterstützung ist wichtig. Wir haben jetzt auch Werbepartner, die uns unterstützen. Wir versuchen also, dieses Projekt auf möglichst viele Säulen zu stellen. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, wenn wir jetzt auch Werbung machen, dann müssen wir ja nicht mehr. Nee, nee, weil, das ist natürlich genau der Punkt, wir wollen ja nicht, dass die Werbung in irgendeiner Form Einfluss nehmen kann. Wir wollen uns einfach breiter aufstellen. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung unserer Werbepartner. Und ja, hier gibt es diesen kleinen Sinnfragenkombinator, der so interessante Fragen auswirft wie: Ist Demokratie gefährlich oder ist Macht nervig? Oder ja, hier sollte man Fair Talk unterstützen. Interessant. Die Antwort kennt ihr und alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, unter diesem Video. Ich sage schon mal im Namen des gesamten Teams herzlichen Dank. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu unserem Q&A auf Augenhöhe zur Sendung Klimanarrative zwischen Alarmismus und Wissenschaft. Wir hatten schon einen sehr lebendigen Abend hier. Wenn ihr die Sendung noch nicht gesehen habt, dann kann ich die nur empfehlen als Grundlage für das, was jetzt folgt, nämlich die Fragen aus unserem Publikum. Ich möchte noch mal kurz die Runde vorstellen. Herzlich willkommen heute Abend Michael Limburg, Markus Fiedler, Felix Feistel und Anthony Lee. Herzlich willkommen hier in Hamburg. Ja, und vielen Dank natürlich auch an unser Publikum, das hier heute zu uns gekommen ist. Wir freuen uns immer wahnsinnig, euch persönlich kennenzulernen. Und jetzt warte ich auf die erste Frage. Guten Abend, mein Name ist Nico Kulpin. Ich möchte gerne eine Frage stellen zu, worüber wir heute nicht gesprochen haben, ist der Verlust von Menschenleben. Allein wenn man sich die Ereignisse des letzten Monats anschaut, die drastische Zunahme von Klimakatastrophen. Ich habe auch eine Frage dazu mitgebracht. Mhm. Also die Daten, auf die sich sowohl die Anhänger der Theorie des anthropogenen Klimawandels als auch die Klimaskeptiker stützen, berücksichtigen nicht die aktuelle Progression der Klimageschehnisse. Alle Klimamodelle der anthropogenen Theorie waren falsch und lassen sich nicht bestätigen. Aber der Anstieg der Klimakatastrophen ist offensichtlich. In den letzten Wochen ging eine Stellungnahme von Dr. Egon Chelakian viral. Er ist ein Teilchenphysiker, der mit NASA und CERN zusammenarbeitet, und er spricht über die zyklische Natur der Katastrophen, die nun immer häufiger und mit größerer Kraft auftreten. Er forderte eine unabhängige, supranationale Erforschung der wahren Ursachen für das Geschehen und eine sofortige Zusammenarbeit von Staatsführern, um dieses Problem jenseits der Geopolitik anzugehen. Also die Frage für beide Seiten der Diskussion heute ist: Sind Sie bereit, Ihren Standpunkt zu ändern, wenn sich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse bestätigen? Wenn nicht, sind Sie bereit, die Verantwortung für die Gefährdung der Bevölkerung zu übernehmen, wenn Sie uns in die Irre führen? Also das heißt, die Frage, wenn ich das richtig verstehe, ist offen und geht an alle hier am Tisch, richtig? Ja. Dann fangen wir doch einfach mit Herrn Fiedler an. Okay, also als Naturwissenschaftler mache ich keine Aussagen zu Politik. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Daten und ich mache Aussagen zu den Daten. Diese Aussagen können falsch sein, das ist ja auch schon häufig der Fall gewesen. Wenn valide Informationen kommen, die den alten Informationen widersprechen, ja, selbstverständlich denke ich darüber nach. Also gerade diese Selbstkritik. Also wenn ich eine Diskussion in irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit mache, dann vergleiche ich ja immer mit anderen Arbeiten. Und wenn da in den anderen Arbeiten was anderes steht, als ich da meine herausgefunden zu haben, dann sollte ich mal drüber nachdenken. Das ist ja die Grundarbeit dessen. Zu den Klimakatastrophen, ich glaube, da sollte Herr Limburg noch was dazu sagen, weil ich habe mich gerade zufällig letzte Woche mal wieder reingeguckt bei Eike, und da gibt es also zu diesen Starksturmereignissen, ich glaube auch Monsun gab es auch was irgendwie, also einen Datensatz, wo man relativ deutlich was rauslesen kann, das können Sie gleich sagen. Wenn, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben, wenn das zutrifft, was ich meine herausgefunden zu haben,
Nämlich, dass wir keine kontinuierliche Zunahme von CO2 zwischen 1850 meinetwegen und heute haben, sondern ein Auf und Ab der CO2-Werte, beginnend bei 450 ppm ungefähr mit den damaligen Messmethoden. Ja, sind unsicher, 10% Varianz. Aber selbst wenn ich die noch mit reinrechne, den Fehlerbereich von 10%, bin ich weit über 400 ppm immer noch. Und dann sinken die CO2-Werte auf ungefähr 280 ppm um 1900 und steigen dann wieder an bis 1945 auf 415 ppm, gehen wieder runter auf 320 und dann beginnt die Keeling-Kurve, also das, was wir jetzt von Mauna Loa haben, diese CO2-Kurve steigt jetzt wieder an auf jetzt gerade 420 ppm, irgendwas so runter. Allein aus diesen Daten kann ich herauslesen, dass es offensichtlich keinen kausalen Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg, der ja unzweifelhaft da ist, und dem CO2 gibt. Und ich sehe auch, dass trotz massiv anthropogener Emissionen von CO2 der Mensch an diesem Auf und Ab dieses CO2s einen so geringen Anteil hat, dass der in den Daten nicht vorkommt. Und jetzt kommen wir zu der Verantwortung. Das heißt also, wenn ich aus den Daten sehe, dass das anthropogene CO2 keinen Einfluss haben kann, Klammer auf, wenn Sie das nicht glauben, gucken Sie bitte in die alten Lexika, da steht's drin, 0,04% für die Lexika im 19. Jahrhundert, also 1800 bis 1900. So, und wenn ich also dann überhaupt keine Kausalität daraus ableiten kann, sind auch alle anderen weiteren Fragen zur Verantwortung, da sind dann auch mit beantwortet, weil das läuft ins Leere. Das heißt also, alle Narrative, der Mensch ist schuld an dem Klimawandel und der Mensch ist schuld an den Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels, brechen dann in sich zusammen. Hellenburg. Ja, ich stimme dem voll zu, aber ich muss da noch ein bisschen das Ganze vertiefen. Ich glaube, Sie gehen da von falschen Daten aus. Wenn Sie sich die klimabedingten Unwetter, Stürme, Überschwemmungen, Dürren und all das über die letzten 200 Jahre anschauen, dann gibt es bei keinem dieser Unwetterereignisse oder Schlechtwetterereignisse oder klimabedingten Ereignissen eine Zunahme. Es gibt bestenfalls einen flachen Verlauf. Selbst bei Dürren gibt es eine Abnahme. Das ist die gute Nachricht. Aber was natürlich die Frage wahrscheinlich ausgelöst hat, die Weltbevölkerung nahm drastisch zu. In den letzten 100 Jahren, wir waren so 1920 etwa bei 2 Milliarden, wir sind jetzt bei 8 Milliarden. Das heißt, auch viel mehr Menschen müssen siedeln in Bereichen, die früher Savannenland war oder nicht bebaubares Flussland oder was immer. Denken Sie an Bangladesch oder Pakistan oder Sie hatten die Serengeti erwähnt. Das heißt, die Zahl der Menschen, die betroffen sein könnten, ist drastisch gewachsen. Auch der Wohlstand ist drastisch gewachsen, was die Höhe der Schäden, die finanzielle Höhe der Schäden drastisch in die Höhe getrieben hat, weshalb die Rückversicherungsanstalten auch so gierig sind, die Klimakatastrophe zu versichern. Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt eine Statistik, die aussagt, wie klimabedingte Katastrophen zu Menschenleben geführt haben, zu Menschenverlusten geführt haben. Und da ist die gute Nachricht, seit 1920 ist die Zahl der klimabedingten Todesopfer aufgrund von eben Katastrophen dieser Art von 500.000 im Jahr auf rund 25.000 im Jahr gesunken. Um 95%. Um sage und schreibe 95%. Das hat also einerseits die Ursache, dass die Katastrophen nicht zahlreicher geworden sind. Aber der wichtigste Punkt ist, dass wir trotz der gestiegenen Anzahl von Menschen, aber auch der besseren Überwachungs- und Schutzmöglichkeiten, letztendlich Anpassung, in der Lage sind, besser uns dagegen zu schützen. Sie können die gerne nachlesen, auch bei uns auf der Webseite. Natural Catastrophes ist einigermaßen stabil geblieben, aber die klimabedingten Katastrophen sind von dem Menschenleben, die es erfordert, drastisch zurückgegangen. Insofern teile ich Ihre Ansicht nicht und denke, dass es auch weiterhin so sein wird, weil wir clever genug sind, uns dagegen zu wehren. Applaus
Ich sagte jetzt auch nur zwei Dinge zu. Ich bin kein Wissenschaftler, aber Özdemir hat neulich auch mal einen jungen Landwirt in der Ausbildung zitiert auf dem Bauerntag in Münster, der ein Video gepostet hat, was angeblich extrem viral ging. Da habe ich mal darauf geantwortet. Da gab es ein Starkregenereignis und angeblich sei sogar ein Tornado über sein Feld gegangen, also da, wo er angestellt ist, auf dem Betrieb, weil dann Ast abgebrochen war. Dann habe ich das mal gegoogelt. Das hat mich schon echt weitergebracht, weil wir seit dem Mittelalter nachweislich über 4000 Tornados in Deutschland hatten. Davon waren 2 nachweislich der Kategorie 5, also der höchsten Kategorie. So, also von daher ist das kein neues Phänomen. Was aber jetzt auch auffällt ist, und ich war ziemlich stark involviert im Ahrtal mit vielen anderen Landwirten im letzten Jahr, und das Ahrtal, was eine klassische Springflut ist, wird jetzt immer als die Klimakatastrophe dahergeholt, was es seit Hunderten von Jahren schon gab, und zwar viel schlimmer. Was jetzt dazu kam, und da gebe ich Herrn Limburg komplett recht, wir besiedeln jetzt Flächen, die eigentlich gar nicht besiedelt werden dürfen. Das sind die Flussauen. Das sind die Flussauen. Genau. Und dazu kommt, und das hat mir persönlich, da gibt's auch ein Video zu, persönlich der Chef des Maschinenrings Deutschland auch gesagt, die Flutwelle im Ahrtal wäre 2 Meter niedriger ausgefallen, wenn man nicht das Totholz hätte liegen gelassen und dadurch über 80 Brücken eingestürzt sind und dann logischerweise das Wasser sich aufgestaut hat, diese alten Brücken eingestürzt sind und die Welle natürlich dann entsprechend erhöht hat. Und ich habe mit den Menschen dort vor Ort gesprochen, die mir gesagt haben, hier kamen in Wellen jedes Mal 10 Meter Flutwellen runter. Und das wäre dann nun mal nicht passiert. Und 2 Meter hätte dann sehr viel ausgemacht. Und wenn man ganz ehrlich ist, wir waren ja nicht in der Lage, diese Menschen dort zu warnen. Die hätten nur 50 Meter nach rechts und 50 Meter nach links gehen müssen und wären nicht gestorben. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ja, und dass von die da, Verantwortlichen nicht dass gewarnt die Verantwortlichen haben. Da nicht gewarnt haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich komme aus Niedersachsen, da gibt es den NDR und im Westfalen gibt es den WDR. Die haben nachts irgendwelche Dudelmusik gemeinsam gepimmelt, während andere dann gewarnt haben und das aber bei den Menschen nicht angekommen ist. Vielleicht müssen wir uns da auch als verantwortlich an der eigenen Nase packen. Und wenn ich dann aber sehe, dass Frau Spiegel dann, die da damalige Umweltministerin, 4 Wochen in Urlaub fährt, weil sie sagt, ich kann nicht mehr, ja, dann dürfen wir auch nicht wundern, dass wir in diesem Land nichts mehr klappt. Aber was ich damit aber sagen will, ist, dass jeder heutzutage ein Handy hat, jeder das filmt und jeder sofort sagt, Klimakatastrophe. Bei stinknormalen Wetterereignissen. Und das kann nicht sein. Ja? Da müssen wir schon bei den Fakten bleiben und deswegen glaube ich auch den Zahlen, die hier genannt werden. Ich muss es dann mal so loswerden, tut mir leid. Zum Abschluss noch, Herr Feistel. Ja, im Grunde kann ich mich da nur anschließen. Ich frage mich bei diesem Begriff Klimakatastrophe immer, was soll das sein? Also wie er eigentlich schon gesagt hat, das sind Wetterereignisse, die passieren, seit es das Wetter gibt. Und wo ist das Problem? Also im Umgang natürlich mit diesen Wetterereignissen, aber Wetterereignisse passieren immer und da muss man sich auch drauf einstellen als Mensch. Und warum soll ich die Verantwortung fürs Wetter übernehmen? Das wäre aber nett. Wäre aber nett. Ja. Haben wir... Ja, vielen Dank. Oder wollten Sie noch was sagen? Nein. Okay, haben wir, ja. Haben wir eine weitere Frage? Werbung. Das Volafone 22 für konsequenten Schutz deiner Privatsphäre. Du entscheidest, mit wem du deine Daten teilen willst. Der einzigartige Sicherheitsmodus unterstützt dich dabei. Sei ungebunden und unabhängig von Cloud-Diensten, wenn du es möchtest. Jetzt mehr erfahren über das leistungsstarke Smartphone aus Deutschland auf wola.online. Ja, guten Abend, mein Name ist Markus. Hallo, ich Markus. Ich würde gerne dazu gleich noch was fragen. Und zwar sehe ich jeden zweiten Tag am Himmel den ganzen Tag die Flugzeuge hin und her fliegen und ihr Zeug sprühen. Findet da nicht auch direkt Wettermanipulation statt? Oder was sind die Ideen, die dahinter stehen? Vielleicht ist auch ein alter Hut, den ich hier frage, aber... ja, ich muss sagen, ich kann da gar nicht mehr wegschauen, während alle anderen Menschen scheinbar wegschauen. Und mich würde echt mal interessieren, was dahinter steckt. Dankeschön. Danke, Markus, für die Frage. Das ist fast ein eigenes Thema für sich. Also Wettermanipulation, Wetterprogramme wie HARP oder die Chemtrails, wie man sie umgangssprachlich nennt. Ich weiß nicht, kann dazu jemand was in dieser Runde
Also ich könnte erstmal einen Literaturverweis bringen. Das ist Hermann Plopper. Der hat sich zu der militärischen Wettermanipulation in Artikeln geäußert. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Das ist State of the Art. Also das kann man überall nachlesen. Er hat das nur zusammengefasst. Ich meine, der Artikel ist auch bei Free 21 unter anderem abgedruckt, bei Apolut auch. Ich gehe davon aus, dass wir auch im europäischen Bereich auch diese Wettermanipulation haben. Wo ich mich ein bisschen schwierig mit tue, ist halt diese Geschichte, dass also quasi jeder Linienflieger da irgendwas ausbringen soll. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Jetzt kann ich nur eine Hypothese äußern. Das ist noch nicht verifiziert, also eindeutig als Hypothese. Wir haben von Piloten gelernt, dass anscheinend die neuen Düsengondeln, die jetzt da drunter sind, sollen also keine Abgasstrahle mehr erzeugen, wie wir das früher hatten, weil die halt viel weniger flüssigen Sprit noch hinten rausschmeißen, als das früher der Fall ist. Das heißt also, eigentlich dürften die überhaupt keinen Kondensstreifen hinter sich herziehen. So, jetzt sehen wir aber immer wieder Kondensstreifen. Jetzt kommt meine Hypothese. Was ist, wenn, weil auch immer wieder Metalle gefunden werden, die jetzt in erhöhtem Maße auftauchen, was ist, wenn die was Ähnliches gemacht haben, was ich zum Beispiel von den Treibstoffen der 80er kenne, nämlich also verbleites Benzin, wir kennen das alle noch, also wenn die entsprechende Additiva hinzugefügt haben, die dann zu einer besseren Effektivität der Treibstoffe führen, die dann wiederum dazu führen, dass wir vielleicht da oben wieder Kondensstreifen haben. Das wäre jetzt erstmal meine Hypothese. Ich kann die noch nicht untermauern oder also weder veri noch falsifizieren. Müssen wir schauen, was dabei rauskommt. Aber ich würde mal versuchen, in diese Richtung weiterzudenken. Was mich besonders stört dabei, und das, ich zitiere Dirk Pohlmann, es werden Bilder veröffentlicht, wo Ballasttanks von Prototypen von Flugzeugen gezeigt werden. Das sind also Wassertanks, die in dem Flugzeug aufgebaut werden und verschieden beladen werden, damit die Flugzeuge getestet werden können in ihren Flugeigenschaften. Und dann wird behauptet, dass diese Wasserballasttanks irgendwelche Sprühmittel enthalten würden. Das ist vollkommen unseriös. Also gerade in diesem Bereich werden Sachen veröffentlicht, wo ich sage, da gehe ich überhaupt nicht mit. Ne? Also ja, Wettermanipulation gibt es, aber diese Linienflieger, die das überall ausbringen sollen, halte ich für sehr fragwürdig. Danke für die Einschätzung. Wie gesagt, ist nochmal ein eigenes Thema, Markus. Ich glaube, mehr können wir dazu heute Abend leider nicht sagen. Haben wir eine weitere Frage hier im Publikum in Hamburg? Ja, mein Name ist Anna Fast. Und es war heute Abend auch das Thema Energiegewinnung und dass wir auch offen sind für neue Möglichkeiten. Meine Frage ist jetzt, haben Sie schon mal was von Neutrinovoltaik gehört? Und zwar habe ich einen Beitrag gesehen von Herrn Thorsten Schubert, der ein Cube erfunden hat. Oder nicht er alleine, aber mit mehreren, wo auch durch Neutrinos und ich glaube Graphenoxid, was magnetische Wirkung hat, eben diese Energie aus Neutrinos gewonnen wird. So, ich bin da kein Fachmann, kann ich nicht erklären, aber den Beitrag habe ich gesehen. Meine Frage an Sie, ob Sie das schon gehört haben. Herr Limburg? Also aus Neutrinos Energie zu gewinnen, habe ich noch nie was gehört. Was ich schon mal gehört habe, ist die sogenannte freie Energie zu gewinnen, Quantenfluktuationsenergie, wie sie dann auch beschrieben wird in der Physik. Und da gibt es ein paar Leute, die da auch schon ein paar Versuchsapparate gebaut haben. In Braunschweig, Tuco heißt er, glaube ich, der dort forscht. Ich halte das für sehr seriöse Ansätze, das zu überprüfen, auch da Energie und Arbeit und Wissensdurst hineinzustecken, um Erkenntnisse zu gewinnen. Halte es aber für keine überhaupt nur im Ansatz denkbare Möglichkeit, unsere Energiefragen auf irgendeine Weise in absehbarer Zeit, also in den nächsten 50, 100 Jahre, zu nutzen. Schlicht deswegen, weil die ich habe es mal versucht nachzurechnen, weil die Anforderungen an die entsprechenden Gewinnungseinrichtungen oder Maschinen dermaßen extrem hoch sind, dass also kein Material der Welt das auch nur annähernd aushalten würde, diese Energie auf diese Weise anzuzapfen. Was nicht heißt, dass es nicht morgen passieren kann.
man soll niemals nie sagen, aber gegen die Naturgesetze vorzugehen, ist immer ein schlechtes Unterfangen. Insofern denke ich, sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir kennen. Und das heißt, fossile Energieträger nutzen. Sie sind zahlreich da. Nur mal eine Ergänzung dazu. Wir alle wissen, dass Erdgas fossilen Ursprungs ist. Und dann ist die Frage, wie sich das erklärt, dass beispielsweise auf dem Saturnmond Titan riesige Seen von Methan, Butan und Ethan gefunden wurden, natürlich gefroren. Wie denn das Bakterium bei minus 192 Grad dort so viele Gase hat entstehen können, wie sie hier in den durch Faulprozesse und so weiter entstanden sind. Also es gibt durchaus begründete Zweifel daran, dass zumindest bei Erdgas ist es eindeutig, vielleicht auch bei Erdöl. Beispielsweise sind leer geschöpfte Quellen plötzlich wieder mit Erdöl gefüllt und liefern nach ein paar Jahren wieder Erdöl. Da gibt es die sogenannte abiologische Theorie oder abiotische Theorie. Wie weit die trägt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir noch sehr lange fossile Energieträger haben. Und solange es nichts Besseres gibt, und da zeichnet sich die Kernenergie ab als bessere Möglichkeit, solange es nichts Besseres gibt, sollten wir die in entsprechendem Umfang verwenden. Denn eins ist klar, wenn die armen Länder das nicht benutzen, werden sie arm bleiben. Und bevor sie arm bleiben, werden sie alle zu uns kommen. Das wollen wir ja auch nicht. Darf ich ergänzen? Bitte. Also, wenn ich das höre, Neutrinos zur Energiegewinnung, dann war das, glaube ich, Graphenoxid, was dann noch als Stichwort kam. Was hatten Sie gesagt? Fällt mir jetzt auch mit meinen Chemiekenntnissen irgendwie nicht ein, wie man daraus Energie gewinnen soll. Jetzt sind wir aber auch Empiriker, ne? Das heißt also, ich beobachte erstmal primär. Das heißt also, wenn jetzt bei dieser, was auch immer das ist, bei dieser Form von Energiegewinnung wirklich echt Energie rauskommt und das jetzt kein Fake ist, von dem es übrigens sehr viele gibt im Internet, dann werde ich aber trotzdem hellhörig. Also das eine kann ja sein, dass der Beobachter glaubt, das wären Neutrinos, müssen aber keine Neutrinos sein, kann ja irgendwo anders herkommen, die Energie. Also ich würde einfach das erstmal auf der phänomenologischen Ebene beobachten. Gibt es das? Also funktioniert das Ding, so wie das da vorgestellt wurde? Und wenn es dann funktioniert, dann können wir uns immer noch über die Interpretation unterhalten, warum es funktioniert. Ja? Also es gibt ja viele Bereiche, die wir gar nicht erfassen können mit unserem jetzigen naturwissenschaftlichen Wissen, wo wir aber das Phänomen sehen, dass es einfach da ist. Ja, und dann fragt man sich, warum geht denn das? Ja, und was auch immer das dann ist. Und dann würde ich mich einfach zurücknehmen und sagen, okay, das gucke ich mir mal an und vielleicht habe ich in 10 Jahren irgendwie eine Idee dafür. Ja, was ja wichtig wäre, weil das ist ja genau. Innovation. Also ich meine, es hat sich ja bisher auch immer alles weiterentwickelt. Und wie gesagt, das ist ja aber menschlich. Aber auf der Basis gelten Naturgesetze natürlich. Ja das gut, ist natürlich. Aber ich würde noch mal eins gerne kurz sagen, Herr Limburg, zu Ihrer Bemerkung mit den armen Menschen, die zu uns kommen. Ich habe gerade überlegt, soll ich dazu was sagen? Aber das ist mir ganz wichtig aus dem Grund, weil ich sage, die sind ja auch arm, weil wir diese Länder ausbeuten und weil wir auf ihrem Rücken leben. Und ich finde, wenn die dann irgendwann sich hier auf den Weg zu uns machen, können wir nicht sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben, weil auch an der Stelle sind wir und gehören wir als Menschen zusammen. So sehe ich das. Mag vielleicht naiv klingen, aber das ist mir nochmal ganz wichtig. Sie müssen den Gedanken zu Ende führen. Wie kann man das denn ändern? Also wenn ich Afrika sehe, da haben wir 1,2 Milliarden Menschen von 200 Millionen etwa 50 Jahre zurück, sind wir jetzt bei 1,2 Milliarden. Die Leute südlich der Sahara brauchen 500 Kilowattstunden pro Jahr, alle miteinander. Ausnahme ist ein bisschen da am Mittelmeer da und unten in Südafrika. Das heißt, wenn Sie den Zugang zu billiger Energie hätten, was wir durchaus helfend mitwirken könnten, dann würden Sie in der Lage sein, erstens die unmittelbaren Todesraten, beispielsweise sterben 500.000 Frauen jährlich in Afrika beim Geburtsvorgang, weil sie einfach nicht in der Lage sind, das gründlich auszuleuchten, wo sie da ihre Kinder gebären. Die Kinder werden kilometerweit und die Frauen Holz holen geschickt. Gibt Rauchvergiftung, jede Menge und so weiter. Also wir müssen helfen, aber nur Hilfe zur Selbsthilfe, diesen Menschen Zugang zu billiger Energie zu verschaffen. Ich betone billig, nicht preiswert und nicht bezahlbar, sondern billig.
Und das sind heutzutage ausschließlich fossile Energien. Und mit einem gewissen Abstand setzt aber eine gewisse Grundbildung voraus, damit ich damit umgehen kann, Kernenergie. Also wenn wir das machen im Sinne von helfend die Hand reichen, nicht zwingen, Hand reichen, auch gerne mit kapitalistischem Ansatz, wie die Chinesen das machen, sagen, okay, wir machen ein Geschäft draus, du gibst mir das, ich gebe dir das. Dann haben wir, glaube ich, den wichtigsten Teil der Entwicklungshilfe übernommen und haben damit auch beigetragen, uns selbst zu schützen. Denn wie gesagt, bevor man in Verzweiflung verfällt und eventuell zu Hause krepiert, sucht man lieber den Weg in den vermeintlich reichen Westen und kommt hierher. Was kein kurzer Prozess ist, ganz ohne Frage. Das dauert 30, 40, 50 Jahre und die Afrikaner sind ja nicht so blöd, dass sie nicht selbst erkannt haben. Deswegen wehren die sich auch gegen die Bevormundung des Westens, dass man ihnen vorschreibt, ihr dürft keine Kohlekraftwerke mehr bauen, ihr dürft keine Ölheizung oder keine Dieselgeneratoren einführen oder Autos bauen und so weiter. Dagegen wehren die sich mit Recht. Die Afrikanische Entwicklungsbank hat sich abgesondert von der Weltbank, die ihnen das vorschreiben wollte und hat gesagt, wir machen unser eigenes Ding und die BRICS-Staaten werden das sicherlich beschleunigen, denn die sind der gleichen Meinung. Das wäre unsere Aufgabe, das zu unterstützen, dabei helfen, mitzuhelfen, aber auf keinen Fall, ihnen das aufzuzwingen. Helga. Ja, schönen guten Abend, genau, ich bin Helga. Ich habe eine Frage an Anthony Lee. Sie hatten vorhin die Grünen als das Krebsgeschwür bezeichnet. Das sehe ich auch so. Und in Süddeutschland, da gibt's ja zunehmend Aktivitäten unter dem Begriff grüner Wahnsinn ohne mich. Vielleicht haben Sie da schon von gehört. Da gehen also sogenannte Querdenker, Rechtsextreme etc. pp. Zusammen mit den Bauern auf die Straße. Und die Bauern kommen da tatsächlich mit Treckern und zeigen da ihr Gesicht, haben entsprechende Transparente dran, die haben auch auf ihren landwirtschaftlichen Flächen mittlerweile Transparente angebracht, um ihren Unmut da zu äußern. Die erste Frage ist, was halten Sie davon? Und das zweite ist, was machen denn die Bauern in Ihrer Region, um halt ihren Unmut zu zeigen, oder tun die das so öffentlich noch nicht? Ja, vielen Dank für die Frage. Doch, wir tun das öffentlich. Uns gibt es seit 2019. Wir sind 2019 mit 15.000 Treckern nach Berlin gefahren. Das war ein beeindruckendes Bild. Das Problem, was wir da, oder der Fehler, den wir begangen haben, ist, dass wir nach 12 Stunden wieder nach Hause gefahren sind. Wir hätten den Schlüssel abziehen müssen und einfach so lange stehen bleiben müssen in Berlin, bis diese Schwachsinnsverordnungen alle wegfallen. Aber wir haben aus Fehlern gelernt. Leider ist seitdem sehr viel Zeit vergangen und ich kriege das in sozialen Medien ja auch mit. Ja, wenn ihr Bauern wieder losfahrt, ihr müsst mal wieder losfahren und so weiter. Wir machen diesen Wahnsinn ja schon seit 2019 mit. Ich frage jetzt auch mal die Bevölkerung, die uns immer kritisiert, wann fahrt ihr endlich wieder los? Wo wart ihr damals? Und meine Hoffnung ist jetzt, dass auch die Spediteure, zu denen ich engen Kontakt halte, ich meine, die Spediteure sind auch gerade mal sehr heftig in den Arsch gekniffen. Ich weiß gar nicht, wie ich es nett ausdrücken soll. Ab 1.11. wird die Maut mal eben verdoppelt. 80%. Ja, das wird euch alle treffen da draußen, weil die Spediteure keine andere Wahl haben, als diese Kosten weiterzugeben. Und damit wird logischerweise alles teurer werden. Ab 1.1. kommt die CO2-Steuer nochmal obendrauf. Benzin wird automatisch 10 Cent teurer, Diesel 12 Cent teurer. Freut euch schon mal, da steht überall eine 2 vorne dran ab 1.1. im neuen Jahr. Und um die Frage zu beantworten, also wir sind jetzt am 21. in diesem Monat schon wieder in Kiel auf der Agrarministerkonferenz. Da haben alle Agrarminister und Herr Özdemir mir zugesagt. Bin mal gespannt, ob er das macht, mit mir mal wieder auf die Bühne geht wie neulich. Diesmal lasse ich nicht so leicht davonkommen, weil wir brauchen wirklich jeden da draußen, der mit uns in Zukunft auf die Straße geht. Und Sie haben mich gefragt, was halte ich davon, dass Leute auf die Straße gehen? Ja, das ist verdammt nochmal ihr gutes Recht. Ja, und ich lasse mich doch nicht von irgendeinem in die Ecke drängen, ob ich jetzt Aluhutträger oder Querdenker bin. Das Grundgesetz unterscheidet dort nicht. Und wenn wir eine Innenministerin haben, die sagt, wir sollen
unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel, von zu Hause aus ein Homeoffice wahrnehmen. Dann sage ich, die Frau hat ihren Job verfehlt. Ja, das sagt diese Frau ja allen Ernstes. Ja, ihr müsst dafür nicht mehr rausgehen. Ich habe mich da noch genau daran erinnert. Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist an der Stelle, finde ich, klar, der Protest ist wichtig, Gesicht zu zeigen. Darüber haben wir auch in der Hauptsendung gesprochen. Aber eben auch das, was Sie in der Hauptsendung ja auch angesprochen haben, dieses, wie entscheide ich mich am Regal, da ging es um die Lebensmittel, ja. Eben auch über den Protest hinaus zu gucken, was kann ich denn auch tun, was kann ich denn in meinem Leben verändern, damit es besser wird. Eben nicht in dem Glauben zu sein, wenn ich alle 4-5 Jahre irgendwo ein Kreuz mache, werden die das da schon für mich lösen, weil das haben wir ja gesehen, das funktioniert ja anscheinend nicht. Das funktioniert nicht, vor allem ist meine Meinung, weil die Grünen halt momentan die Parlamente mitbesetzen und dann mit dem allergrößten Schwachsinn durchkommen. Die anderen kommen nur mit minimaleren Schwachsinn, der auch Schwachsinn ist. Aber dennoch glaube ich, und das mache ich ja, deswegen sitze ich auch hier in der Sendung, dass ich den Leuten sage, ihr dürft euch das nicht mehr gefallen lassen. Ich kann, meine Frau sitzt da hinten, fragen Sie die mal, ich kann an der Ladenkasse, wenn irgendeiner vor mir irgendeinen Schwachsinn erzählt, nicht einfach da stehen bleiben und das so unwidersprochen stehen lassen. Das geht nicht. Und das müssen wir alle tun. Wir müssen unseren Mund aufmachen. Wir müssen den Menschen erzählen, nein, das glaubt doch diesen Müll nicht. Und wir müssen überzeugen, mit Argumenten. Und die Argumente haben wir heute Abend ausgetauscht. Und eigenverantwortliches Handeln. Nochmal, eigenverantwortliches Handeln. Das ist auch eben genau der Absolut. Kernpunkt. Und das fehlt in diesem Land. Und ich lasse mich nun mal nicht mehr. Mich hat man auch versucht, in eine Schublade reinzustecken. Die Taz hat über mich schlecht geschrieben, all den Scheiß. Das verfängt doch nicht mehr. Die Bürger sind doch jetzt nicht mehr so bekloppt wie noch vor 2-3 Jahren da draußen. Wir machen alle diesen psychopathischen Prozess mit. Wir werden alle ärmer werden und angeblich glücklich sein. Ich glaube nicht, dass wir dann glücklicher sind, wenn wir alle ärmer sind. Ja, ich habe jetzt das Neueste, was ich gerade gelesen habe in der Pause, dass jetzt eine Sandsteuer kommt in Nordrhein-Westfalen. Eine Sandsteuer. Warum denn wohl? Weil man will uns alles verbieten, was wir essen müssen, also Sand, ne, zum Bauen. Sie sollen kein Eigenheim mehr bauen. Sie sollen das nicht mehr. Das ist doch irre, was hier los ist. In Nordrhein-Westfalen, da ist die Union regiert dann mit den Grünen. Ja, 20%. Das ist doch nicht mehr normal, was hier los ist. Und solange wir das alles mitmachen, ja, ich weiß, wie machen wir das? Es gibt nicht den einen Schlüssel, den ich umdrehe und dann ist hier in diesem Land wieder alles in Ordnung. Das ist ein Prozess. Aber wir müssen auch langsam in diesen Prozess reingehen. Und dazu gehört nun mal auch, sein Recht wahrzunehmen, zu demonstrieren. Und gleichzeitig aber auch der Evolution und der Entwicklung offen zu sein und zu sagen, okay, möglicherweise aus der Adlerperspektive betrachtet, ist der Sand eben auch nicht mehr das richtige Mittel der Wahl, sondern in Zukunft werden die Häuser aus Holz sein. Also jetzt nochmal. Ja, aber auch Holz sollen wir ja auch nicht mehr fällen. Da waren wir ja vorhin in der Sendung auch schon dabei. Wir sollen, bei uns werden Wälder in eine Nullnutzung überführt. Das heißt, sie sollen in diesem Wald nicht mal mehr betreten. Bei uns fallen Wälder, also Bäume oben über dem Wald. Ich hab ein Forstwirt. Den dürfen sie nicht mehr wegräumen. Den dürfen sie nicht mehr wegräumen. Sie dürfen nichts anpacken. Ist doch Wahnsinn. Wenn wir bei dem CO2-Begriff gerade sind, ja, wir dürfen den nicht mehr verbrennen, weil dort CO2 freigesetzt wird. Ja, wenn der verrottet, wird das gleiche CO2 freigesetzt, nur nicht so schnell. Aber das ist doch, also wir werden wirklich von Menschen regiert, die, glaube ich, nicht unfallfrei bis 5 zählen können. Ansonsten komme ich auf solche Gedanken gar nicht. Ja, es ist doch Wahnsinn. Natürlich, Holz ist der nachhaltigste Rohstoff, den es gibt. Bei uns auf dem Hof daneben ist ein Kloster aus dem Jahr 896. Da ist das böse CO2 aus dem 8. Jahrhundert drin verbaut. Ja, das ist da immer noch drin gesichert. Ist doch ein toller Holz. In England, die Uni Oxford hat mal ausgerechnet, wir können hier Hochhäuser bis zu 300 Meter hochbauen mit Holz. Ist, finde ich, super. Aber wenn ich kein Holz mehr fällen darf, keinen Baum mehr fällen darf und keinen Beton mehr haben darf, ja, wie das denn? Ist ja wie bei Moses, nicht mehr mit Stroh Häuser bauen. Ist ja lächerlich, was hier los ist. Der hätte seine Arche nicht hingekriegt. Der, ne? Ja, genau. Gibt es noch? Ach so, habe ich die Frage beantwortet? Nee, nein, Sie haben sich. Sie haben sich aufgeregt, aus Aufregung entsteht sozusagen eine gewisse Wut. Und die Wut ist eine Energie, die kann man dann wieder in was Gutes auch umwandeln. Also habe ich das gelernt. Ja, also nicht in der Wut bleiben, sondern dann gucken, irgendwie einmal rauslassen und dann gucken, was kann man damit Neues erfinden, Neues auf den Weg bringen. Ich muss auch korrigieren, das war Noah mit der Arche. Aber es gab eine Band, die nannte sich Silly. Ja. Nennt sich immer noch Silly, aber er hat in den 1990er Jahren einen wunderschönen Song gemacht, der nennt sich Hut hab, Herr Finanzminister. Und da bekommt man nämlich laut der Band einen Zähler in die Lunge, einen in die Nase und noch einen
in den Popo. Mhm. Also Sie haben es dann anders ausgedrückt. ich glaube, da sind wir auf gutem Wege, dass das genau passiert. Das heißt also, wir stoßen zu viel CO2 aus. Das wird jetzt gezählt und jeder muss dafür bezahlen. Das ist der Zwangs... Also der mittelalterliche Ablasshandel hatte ja den Vorteil, dass ich, wenn ich intelligent war, nichts geben musste. Aber heute werde ich da nicht drum rumkommen, weil sie es mir zwangsweise abpressen. Herr Fiedler, wir erzeugen doch aber die Realität. Die Frage ist doch, gehen wir da mit? Lassen wir uns den dann einsetzen, diesen Zähler, oder nicht? Auch da ist es doch wieder die Eigenverantwortung des Einzelnen und nicht... Aber Methan ist ein viel höheres Klimagift als CO2 und deswegen werden die jetzt einfach das Methan messen, was wir so auspupsen. Wetten? Es geht auch ohne Kühlsalster. Ich trinke kein Bier. Noch ein Wasser. Ich glaube, ich habe eine gute Chance, die Wette zu gewinnen. Ansonsten. Aber Herr Lehrich, ist doch so, wir werden doch jeden Tag über den Tisch gezogen. Und man will uns weismachen, dass die Reibungswärme, die dabei entsteht, wenn wir über den Tisch gezogen werden, als Nestwärme verkauft wird. Ja, also das ist doch abenteuerlich, was hier gerade los ist. Ich sag ja auch gar nicht, dass das so ist und dass das versucht wird. Ich sage oder ich appelliere trotzdem immer an die Eigenverantwortung des Einzelnen, ob er mitmacht oder ob er nicht mitmacht. Und diese Entscheidung hat jeder. Ja, absolut. Und sonst rutschen wir nämlich in so eine Rolle von Passivität und wir können gar nichts machen und warten irgendwie drauf, dass irgendwann der Erlöser auf dem weißen Pferd vorbeigeritten kommt. Und der kommt eben nicht. Also ist die Lösung aus meiner Sicht immer wieder bei nach wie vor nahezu jedem Thema in unserer Gesellschaft die Eigenverantwortung. Und das soll auch nicht kalt oder ignorant klingen, weil natürlich jedes einzelne Schicksal, jeder einzelne Mensch andere Päckchen mit sich rumzutragen hat. Von daher kann man das schon mal überhaupt gar nicht vergleichen. Was man aber sagen kann, ist, dass wenn man aus dieser Passivität rausgeht und sich bewusst ist, dass man etwas schöpfen, erreichen, aufbauen kann, und zwar jeder einzelne Mensch, dann ist das sehr kraftvoll und dann wird man auch vom Leben oder vom Universum oder von, wie Sie es auch immer nennen, unterstützt, bekommt Rückenwind und es geht in die richtige Richtung. So stelle ich es mir vor. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen, dass irgendjemand mich rettet. Und das ist auch dieses Projekt Fairtalk hier. Ich meine, das ist aus dem Nichts entstanden, aus dem Nichts. Und trotzdem sitzen wir hier jetzt seit 3 Jahren und machen das. Weil wir, nein. Muss ja mal gesagt werden. Ja, vielen Dank für den Applaus, das freut mich, das sollte gar kein Eigenlob jetzt sein, sondern einfach nur sagen, Wirklichkeit ist sozusagen, also das, was Wirkkraft hat, ist die Wirklichkeit, die wir schaffen. Und das kann jeder in kleinen Schritten. Genau. Und das muss aus meiner Sicht oder sollte jedem Menschen bewusst sein, weil die Alternative in dieser Opferrolle zu verharren einfach dazu führt, dass die Abwärtsspirale immer weiter runtergeht. Und ich weiß, dass das hart ist. Ich weiß es in meinem eigenen Leben und ich habe es auch selbst oft genug erlebt. Und trotzdem kann ich nur appellieren, die Schuld nicht immer den anderen zu geben. Und Fakt ist auch, das, was Sie sagen, dass es im Moment krass ist, was da draußen passiert. Mann, jetzt habe ich so viel geredet, das wollte ich gar nicht. Da ist eine Frage. Genau, da ist eine Frage. Die Frage, warum wir hier noch sitzen, liegt ja daran, dass wir als alternative Medien oder freie Medien aber immer mehr eine kritische Masse erzeugen und die kritische Masse erhöhen. Das ist der Grund. Ja. Und ich glaube, dass die Leute, die an der Regierung sind, auch vor dieser kritischen Masse, auch Angst im nuklearen haben. Sinne, eine ganze Menge Angst haben. Weil irgendwann ist dann nämlich die kritische Masse wirklich erreicht und dann knallt's. Ja. Und das ist das Problem. Deswegen haben Sie Angst vor informierten Bürgern. Ja. Wir haben eine weitere. Ja? Wir haben eine weitere Frage. Ja, bitte. Guten Abend. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Alfred Schulte. Hallo Herr Schulte. Jetzt habe ich heute Abend in dem Gespräch mehrmals gehört, CO2 sei nicht der böse Übeltäter, der zu den schweren Naturkatastrophen, die wir wie eine Klimakatastrophe zum Teil wahrnehmen, führen. In der Bibel lesen wir einen Satz im Galaterbrief, der heißt, täuscht euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Soweit das Zitat. Meine Frage,
ist nicht viel schlimmer als das CO2, das ich nicht wirklich beurteilen kann, da fehlt mir das Fachwissen, aber ist nicht viel schlimmer der rücksichtslose und zum Teil gewalttätige Umgang der Menschheit in den zurückliegenden Zeiten, und ich spreche von Jahrtausenden, mit der Natur, den Tieren, den Pflanzen, den Bäumen, ja eigentlich mit der ganzen Erde, die Ursache dafür, dass wir jetzt in eine Art Klimakatastrophe hineinschlittern. Vielen Dank. Herr Fastel? Ja, das ist ja auch immer ganz meine Position. Eigentlich geht es bei dem ganzen Thema Klima, eigentlich, was da zugrunde liegt, ist immer der Umgang mit der Natur. Das ist auch immer meine Position. Und natürlich verändert sich das Klima im gewissen Sinne, wenn man in die Natur eingreift. Also wenn Sie einen Wald abholzen, verändert sich das lokale Klima. Wenn Sie das Grundwasser abpumpen, weil Nestlé das in Flaschen pumpt und irgendwo verkauft, dann verändert sich das lokale Klima, weil sich die Wasserkreisläufe verändern, weil sich die Luftströmungen verändern. Natürlich verändert sich dann das Klima lokal und hat natürlich auch Auswirkungen. Genau, aber das Problem ist eben nicht, dass wir irgendwas in die Atmosphäre entlassen, was da normalerweise auch vorkommt, sondern eben, dass wir mit der Natur so umgehen. Ich darf nochmal auf meine Ausführung von vorhin zurückkommen. Je besser es einer Gesellschaft geht, materiellem Wohlstand, desto besser geht es der Umwelt. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wenn wir die Umwelt zerstören, weil wir überleben wollen, dann ist das zwar schlimm für die Umwelt, aber gut für den Menschen. Und der ist ja auch da. Ist ein Geschöpf Gottes. Denken viele und ich denke das auch. Aber wir müssen trotzdem sehen, der technische Fortschritt, den wir haben, der durch Wissenschaft und Vernunft, ich zitiere Kant, habe den Mut, sich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das hat uns in eine Welt gebracht, wie sie nie vorher gegeben hat. Nie vorher gegeben. Und deswegen bin ich auch nicht so pessimistisch, dass beispielsweise 8 Milliarden Menschen oder 9 Milliarden Menschen nicht von der Welt ernährt werden könnten und in Wohlstand leben. Wir haben die Fähigkeiten, wir haben die Chancen. Und wenn wir sie nutzen, dann geht es auch der Umwelt um uns herum gut. Völlig korrekt, dass der menschliche Eingriff das lokale Klima verändert. Wenn ich einen Wald rode und daraus Felder mache, dann habe ich eine andere Situation als vorher. Wenn ich Städte baue, übrigens die Hälfte der Menschheit lebt inzwischen in Städten, was zur Folge hat, dass die Wetterstationen alle von Städten überwuchert wurden. Allein daher kommt der größte Teil der Erwärmung, den wir messen, von den Sonnenstunden abgesehen. Also wie gesagt, das in einen Kulturpessimismus zu verwandeln, halte ich für total falsch. Da kommt mein optimistischer Teil rein. Wir müssen dafür sorgen, dass wir schon mit der Umwelt umgehen können, die uns trägt und die uns ernährt, indem wir mit billiger Energie uns derer bedienen, des Angebots bedienen, was sie hat, und das mit höchster Effizienz übernehmen. Landwirtschaft, ganz typisch. 1900 haben, oder 1800 haben, glaube ich, ein Bauer konnte 3 Menschen ernähren. Heute ernährt er 100. Das ist anfangs Raubbau, bis man merkt, die Schäden werden größer als der Nutzen. Und dann wirkt man darauf ein. Dazu braucht man wiederum Technik, dafür braucht man Ausbildung, dafür braucht man bestimmte Strukturen, die man sich leisten kann. Und dazu gehört Wohlstand. Und den Wohlstand gewinnen wir nur, habe ich schon dreimal ausgeführt, wenn wir zu billiger Energiezugriff haben und die auch vernünftig nutzen, aber auch die Umwelt im Sinne haben, zu schützen und zu schonen. Da sind wir völlig beieinander, aber nicht mit dem pessimistischen Hintergrund. Die bösen Alten, nein. Die haben uns in die Lage versetzt, genau das zu tun, was wir heute können und morgen vielleicht noch besser machen. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Andrea. Hallo, Andrea. Ich habe eine Frage vielleicht an Herrn Fiedler und an Herrn Limburg, aber vielleicht auch an alle anderen. Möglichst dann mit kurzen Antworten, ja, wenn... Was halten Sie von der Arbeitshypothese, nenne ich das jetzt mal, obwohl es wahrscheinlich schon mehr ist, von dem doch sehr geschätzten Herrn Dieter Bröers, dass eigentlich die Sonnenaktivitäten ursächlich für die Klimaveränderungen sind, unter anderem unterstützt natürlich durch das abnehmende Magnetfeld der Erde. Halt, ja. Wollen Sie zuerst? Gerne, ja. Svensmark und Co. haben diese Frage ja extrem intensiv über 20 Jahre und länger
untersucht und haben, anders als die Treibhaushypothese, durch Messungen nachweisen können, dass die Sonnenaktivität, die nicht nur aus Strahlung besteht, sondern auch durch den Sonnenwind, also eine Korpuskelstrahlung, die uns erreicht, durchaus in der Lage sind, mit Hilfe anderer Mechanismen der kosmischen Höhenstrahlung die Wolkenbildung auf diesem Planeten zu modulieren. Sprich, wenn viel Wolken da sind, wird es kühler, und wenn weniger Wolken da sind, wird es wärmer, und das wird moduliert durch diese beiden Kräfte, die da zusammenwirken. Er ist des Öfteren bei unseren Konferenzen und darf da vortragen, hat persönliche Nachteile in zahlreicher Menge zu ertragen. Sein Lehrstuhl wurde weggenommen, seine Finanzierung wurde gesperrt und so weiter. Er macht aber trotzdem weiter. Also insofern ist diese Frage sehr berechtigt, und der größere Teil der natürlichen Erwärmung wird sicherlich durch diesen Mechanismus bewirkt. Zusätzlich kommt noch dazu, was die Gruppe um Fritz Fahrenholt und andere herausgefunden haben, dass diese Sonnenaktivität die Wärmeströme in den Meeren triggern. Das ist der also, ehemalige Umweltsenator von Hamburg. Ne? Der ehemalige Umweltsenator von Hamburg, genau. Die sogenannte AMO oder PTO oder wie sie alle heißen. Also Strömungen, die Wärmetransporte stattfinden lassen, die eine bestimmte Zyklizität haben. Und diese Zyklizität ist ziemlich eng korreliert mit bestimmten Aktivitäten der Sonne. Also da finden wir haufenweise natürliche Begründungen für die Erwärmung, abgesehen von dem menschlichen Effekt, den Wärmeinsel-Effekt, der durch die Verstädterung erfolgt und die wir überall sehen. Zwei Drittel der Erwärmung, die Deutschland beispielsweise hat, ist allein darauf zurückzuführen. Ein Drittel ist dann die solare Energie und die höhere Einstrahlung. Also sehr richtig, das ist ein ganz erheblicher Teil. Wird aber, und das ist interessant, in den Klimamodellen grundsätzlich weggelassen. Also die solare Einstrahlung hat diesen Anteil, und CO2 und alle anderen haben so einen Anteil. Und dann wird verglichen und so, das kann nur der Mensch sein. Also es ist absurd, darüber könnte man eine andere Sendung machen. Ich kann Ihnen recht geben, das ist ein wichtiger Faktor. Der entscheidende mit Sicherheit, was die gesamtklimatische Entwicklung anbelangt. Und zu einem großen Teil eben das, was wir in den Wellen, die wir haben, erleben. Herr Fitt. Ja, genau das würde ich genauso sehen. Ich würde auch ergänzen, weil Sie es nicht erklärt haben, ansonsten stimme ich da voll zu. Also das heißt, ich habe kosmische Strahlung. Der Sonnenwind, je aktiver die Sonne ist und je aktiver das Sonnenmagnetfeld ist, desto mehr wird diese kosmische Strahlung nach außen verdrängt. Das heißt, wir kommen davon weniger ab und desto weniger Wolkenbildung haben wir. Das heißt, aktive Sonne, ohnehin schon etwas mehr Temperatur, weil sie aktiver ist, und auch das Magnetfeld dann aktiver und weniger Wolkenbildung. Das heißt, es wird dann darüber noch wärmer. Geringe Sonnenaktivität, mehr Wolkenbildung und weniger Sonne insgesamt. Übrigens kann man diese Korpuskularstrahlung sehr schön an den Nordlichtern sehen. Die werden erzeugt von diesem Sonnenwind. Diese Schauer den Rücken runterjagenden Lichter, mir geht es jedenfalls so, wenn ich das sehe, selten genug. Mal am Nordkap oder wo in der Ecke, da findet man so häufiger, die werden durch den Sonnenwind erzeugt. Also die Wirkung ist da, ist auch messbar, schon lange messbar, geht hin bis auf den Halleschen Kometen, 1700, ein paar zerquetschte, dass man begriffen hat, da muss noch mehr sein als nur die reine Strahlung, die man hat, natürlich damals auch noch nicht richtig kannte. Helly, und ja, vielleicht du noch kurz zum Schluss. Auch ganz schnell nur ein Satz mit 20 Kommata. Nein. Ich wollte gerade sagen, auch ganz schnell finde ich schön. Ja, ich war eigentlich ziemlich schnell, aber egal. Worüber wir gar nicht gesprochen haben heute Abend, ist, wir sollen das Klima ja global sehen, dass wir nicht überall eine Erwärmung haben, sondern ich hatte letzte Woche erst ein Video gemacht von zwei Wissenschaftlern von der Uni Colorado und Seattle, die sich verwundert zeigen, dass gerade im südpazifischen Raum das Meer sich abkühlt und die Eismasse am Südpol auch zunimmt. Also das gehört leider auch so weit dazu. Was auch immer vergessen wird, wir hatten jetzt mehrfach in Folge das Wetterereignis La Niña und jetzt El Niño. Das wird überhaupt nicht komischerweise erwähnt. Das wundert mich auch jedes Mal so. Gehört dazu. Gehört dazu zum Narrativ. Und es gibt auch, und das muss man auch mal sagen, weil wir vorhin über positiv oder Pessimist, ich bin positiv, weil es gibt auch Klimaprofiteure. Ja, wenn Herr Habeck davon spricht, dass wir mit Kosten von bis zu, also von 250, glaube ich, bis zu 950 Milliarden Euro Schäden haben, diese Spanne finde ich schon extrem spannend. Und wir sind also in unserem Bereich, mein Schwiegervater, der sein Leben lang bei uns auf dem Betrieb Landwirtschaft gemacht hat, sagt, die trockenen Jahre sind bei uns die besseren Jahre, weil wir immer mit zu Finesse zu tun hatten. Und in den letzten Jahren haben wir Rekorderträge
gehabt. Und es gibt also nicht nur negative Folgen, sondern auch positive Folgen. Die erwähnt man aber leider nicht. Herr Fastel, möchten Sie noch was ergänzen? Ja, also ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich die Welt für komplexer halte als die Laborwissenschaft und Computermodelle das in der Lage sind darzustellen. Deswegen gibt es wahrscheinlich sehr viele Einflüsse, die das Wetter und das Klima auf dieser Erde beeinflussen. Und soweit ich weiß, spielt da die Sonne auch eine entscheidende Rolle. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch für dieses Q&A. Und Komplexität ist ein gutes Stichwort, weil dieses Thema ist so unfassbar komplex. Wir haben es in der Hauptsendung gemerkt, wir merken es jetzt auch im Q&A, das Thema, das endet gar nicht. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass ihr euch über dieses Thema informiert und ja, dass ihr das Puzzle für euch selbst zusammensetzt, um zu einer eigenen Meinung zu kommen. Vielen Dank an alle hier am Tisch, Anthony Lee, Markus Fiedler, Felix Feistel und Michael Limburg. Dankeschön. Vielen Dank auch an unser Publikum hier. Danke für eure Unterstützung und es ist spät geworden in Hamburg. Ich sage gute Nacht, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Danke. Auf Augenhöhe.